unbedingt die Erdbeeren aus unserem Erdbeerfeld pflückt. Und dazu gibt es jetzt richtig schöne, dicke, saftige Erdbeeren aus unserem eigenen Garten. Ist doch der Wahnsinn, oder? Ich glaube, ich kriege das Körbchen sogar ganz voll. Das heißt, wir können richtig, richtig leckeren Erdbeershake machen und richtig, richtig leckere Erdbeeren essen. Aus dem eigenen Garten. Ohne, dass man denken muss, sie sind gespritzt oder sonst irgendwas. Dazu habe ich mich sogar extra als Bauernmädchen verkleidet. Weil die sind ja, denke ich mal, öfters auf den Feldern unterwegs. Und da wir hier nur so ein kleines Feld haben, ist das heute eine richtige, richtige, besondere Aktion. Und ganz ehrlich, wer hat schon solche tollen Erdbeeren im Garten? So blöd, dass alles an der Hauptstraße ist und jeder alle Abgase auf unseren Erdbeeren hängen. Aber das kann man ja alles auswaschen. Ihr seid immer voll am Smilen, Smilen. Das kann böse Laune heilen, heilen. Könnt ihr die besten Tipps servieren, servieren. Ich glaube, das will ich auch probieren. Das ist ja wohl toll, oder? Mmh. Wahnsinn. Mmh. Lecker. Ich glaube, die muss ich jetzt alle aufessen. Ja, ihr habt ja schnell kurz gesehen, wie ich schöne frische Erdbeeren gepflückt habe. Aus unserem eigenen Garten. Und ja, ich habe jetzt ein paar davon klein geschnitten, nicht zu viele. Habe ein kleines Schälchen Milch angefertigt. Also ein Messbecher mit Milch. Habe in die Milch ein bisschen Süßstoff gemacht, weil ich den Shake jetzt nicht so zuckerhaltig haben möchte. Habe ich ein bisschen Süßstoff reingemacht. Aber wirklich nur ein bisschen. Jetzt machen wir dann noch schön die Erdbeerchen rein. Und dann haben wir gleich einen richtig leckeren Erdbeershake. Den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. So, dann macht ihr ungefähr auf... Moment. Auf so 200... Nee, auf 300 Milliliter Milch macht ihr so 4 große Esslöffel Erdbeeren geschnitten rein. Erdbeeren. Okay, so, dann nimmt man sich, jetzt wird's laut, den Stab und mixt eigentlich alles. Man muss da gar nicht zu viel ranmachen. Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung. Also man kann auf jeden Fall noch so ein bisschen
ich immer gerne mache. Zu meiner kleinen Geheimtrick. Also auf jeden Fall kann man noch so ein bisschen eine Obstfliege, Vanillesoße machen oder noch besser Vanilleeis. Dann habe ich hier ein bisschen Joghurt, den man auch reinkippen kann. Schmeckt sehr lecker. Also es ist immer wichtig, Früchte der Saison zu essen und auch Spargel der Saison. Und also alles immer saisonbedingt essen, ansonsten schmeckt das gar nicht so gut. So, und dann habt ihr das schön durchgerührt. Und dann kann man auch schon probieren. Was machst du denn da? Erdbeershake. Du lecker. Ja. Möchtest du auch einen Erdbeershake? Nein, danke. Wirklich nicht? Das habe ich mit ein bisschen Joghurt gemacht. Nee. Naja, und wenn er dann fertig ist, dann nimmt er am besten eine Erdbeere, weil es einfach fürs Auge sehr schön ist. Und steckt diese ans Glas. Und schon habt ihr einen richtig leckeren Erdbeershake. Total schnell gemacht und richtig gesund. Mmh, richtig lecker. Also ich kann euch nur empfehlen, den bitte nachzumachen. Ja, so, lasst euch den schmecken, so wie ihr euch den nachmacht. Und habt dabei kein schlechtes Gewissen, denn der ist richtig, richtig gesund.